Hallihallo und willkommen zur 20. Folge des FIFA 13 Manager-Modus mit, ja, FSV Frankfurt und wichtige Infos zum Transfermarkt. Oh je, der Transfermarkt hat wieder offen. Schlägt David etwa mal wieder zu? Naja, ihr wisst ja, dass wir mit FSV nicht ganz so viel Geld haben. Deswegen sind wir bei so Angeboten für Tojanoglu hier in dem Fall, dem ich einfach mal ein Gegenangebot gemacht habe. Sehr gut aufgehoben. Und dann dachte ich mir, komm, fragst du mal nach 1,2 Millionen oder so. Wenn ich im Aufstiegsrennen dabei sein könnte, und das sind wir ja zurzeit, und deswegen, ja, wieso nicht 1,2 Millionen? Vielleicht würden sie es mir ja geben. Antwort kommt dann direkt hinterher und ja, was passiert? Was passiert? Was passiert? Nein, sie werden es leider nicht akzeptieren. Das heißt, wir werden uns wohl ein Hammer-Mega-Transfer. Ja, können wir uns sparen, denn wir haben noch nicht das Geld dafür. Kriegen jetzt nochmal die Antwort und ja, die 50.000 wollten sie nicht mehr bezahlen. Scheiß Kilmarnock. Hier hole ich mir dann Niklas Bergroth oder so. Ich glaube, das war der Spieler, der mir empfohlen wurde in den Kommentaren, dass der ziemlich sich zu einem der schnellsten Spieler im Spiel entwickelt oder so. Dann wollte ich unbedingt Benzia haben, denn ja, ich wollte ihn einfach unbedingt haben. Ich weiß, dass er in einer anderen Karriere, den ich ihn habe, dass er ziemlich überragend ist, bietet ihm also 250.000 und Görlitz, denn der Görlitz spielt bei uns ja eh nicht und da kann man, denke ich mal, auch schon ein Tauschangebot anstreben. Sandhausen, unser nächster Gegner, denn die haben 4-1-4-1 spielen, genau. Wir starten natürlich wieder mit unserer angestammten Elf mittlerweile und erste Chance geht dann hier an Gabriel, der sich irgendwie durchsetzt. Allerdings am Pischhorn, also ist es, glaube ich, im Tor scheitert. Und ja, unser angestellter Elf ist natürlich Lecky, auf den Außen Fischer und Roschi und dahinter zurzeit Yeelen, denn der setzt sich gegen Lecointe eindeutig durch. Hier ist dann Fischer, der in meinen Augen gefoult wird und hier hätte es einen Elfmeter geben müssen. Zweite Halbzeit direkt schon, es lief nicht viel zusammen, Sandhausen sowieso ohne Torschuss gefühlt und ich einfach mit vielen Versuchen und irgendwie war der Ball dann drin. Ihr wisst ja, dass die letzte Episode alles andere als glücklich war. Sind im DFB-Pokal rausgeflogen, haben dann auch noch ein Spiel verloren. In der Liga, glaube ich, ziemlich heftig war das gegen Köln, das 3-0. Und deswegen war ich froh, dass der Ball irgendwie im Tor landete und wir auf 3-Punkte-Kurs waren. Allerdings hatte Sandhausen da was dagegen, brachte den Ball in die Mitte und Kranjo. Ja, geht mal auf Nummer sicher. So bleibt es beim 1:0. Wir können unsere sehr, sehr Negativserie stoppen, so ein bisschen. Und starten dann wieder voll rein in den Transfermarkt. Kriegen ein Angebot für Fischer für, ich glaube, 5 Millionen oder sowas. Denkt noch, für was wir ihn gekauft haben. Ich weiß es nämlich selbst nicht mehr. Ich glaube, 1 Million, 1,5. Und ja, hier sind auf jeden Fall 4 Angebote für Fischer. Was natürlich ziemlich, ziemlich heftig ist. Höchste war, glaube ich, 7 Millionen oder so hier von Bordeaux. Dann noch Stoke mischt auch noch mit. Auf jeden Fall habe ich mich dazu entschieden, alle abzulehnen. Denn er ist gerade mal 18 und hat schon 72. Und ich möchte eigentlich noch sehen, wie er weiter ansteigt. Und da wird wohl in der nächsten Saison, spätestens nach Ende des Jahres, ungefähr das Doppelte knapp drin sein, schätze ich mal. Ich weiß es nicht, denn ja, bis hierhin hatte ich ungefähr vorgespielt. Also ihr werdet es jetzt nach und nach einfach nur sehen und deswegen. Ja, wird jetzt nicht dran sein. Auf jeden Fall kriegen wir ein Angebot für Görlitz, was gar nicht mal so schlecht war. Allerdings habe ich mich dazu entschieden zu zögern, denn wie ihr wisst, ist Görlitz ja zurzeit im Kaufangebot von Benzia dabei. Und das wäre natürlich etwas dumm, wenn ich den verkaufen würde und Benzia dann natürlich kein Angebot mehr von uns hat. Hier hinten müssen wir den nächsten Dings ablehnen. Und jetzt kommt auf jeden Fall Niklas Bergroth wohl zu uns. Gebt ihm nochmal ungefähr 250 Euro dazu. 4 Jahre wollen wir ihn verpflichten, den 20-jährigen Schweden, tippe ich jetzt einfach mal. Und ja, dann wird tatsächlich Benzia akzeptiert. Ich hatte ihn ehrlich gesagt schon probiert, vor der Saison zu holen. Da hat es nicht geklappt. Und deswegen wollen wir jetzt den Herrn Benzia uns holen. 18 Jahre, 63 von Olympique Lyon. Und jetzt gehe ich mal übrigens hier den Squad Report durch, weil ihr seht, wer schon angestiegen ist. Hier Kranio schon um 3 hoch. Hat sich auch schon um verdreifacht sein Dings, für was wir ihn geholt haben. Schlicke, klar, der ist 31, geht nicht unbedingt mehr hoch. Del Fabbro schon um 5. Dann geht es weiter mit Teixeira.
Also der Fabo ist halt leider, dass wir ihn nur ausgeliehen haben. Da mussten wir mal sehen, ja, wie sich das entwickelt. Teixeira schon um 5 hoch, was auch ziemlich geil ist. Ist ja auch erst 22. 1,4 Millionen. Da lässt sich auf jeden Fall am Ende was Gutes draus rausschlagen. Hier Gabriel um 4 schon hoch auf 70. Gerade mal 19. Leider nur ausgeliehen. Stark dann hier auch schon um 3 angestiegen. Also, schön zu sehen, dass unsere ganzen Spieler ihr Potenzial ausschöpfen. Roschi auch um 2 hoch, leider auch nur ausgeliehen. Den hätte ich wirklich gern behalten nach der Saison. Jelen auch um 2 angestiegen mit der Form großartig. Ihr Fischer um 5. Seht ihr oben, für was wir ihn gekauft haben. Was steht da? Ich kann sie lesen. 900.000, glaube ich. Auf jeden Fall ist der jetzt schon 5 Millionen wert. Das ist natürlich ein klasse, klasse Deal. Dann Lecky. 1,4 Millionen wert, 69, auch um 3 angestiegen, ziemlich geile Werte, leider Gottes auch nur ausgeliehen. Und dann kommt es noch zur Reservebank, LeQuante auch immerhin schon um 4 angestiegen, auch wenn wir ihn in letzter Zeit nicht so viel haben spielen lassen. Pierson auch schon hochgegangen und dann geht's hier halt noch langsam in die Ausleihliste. Hier, die ganzen steigen auch alle munter an, was natürlich wunderbar ist, da wir sie nach der Saison dann ab und zu verkaufen können von denen, die wir nicht mehr brauchen werden. Bergrot dann, ja, stoßt zu unserem Team hinzu mit für ein 300.000 Ablöse. Ist nicht ganz so wenig bei unserem Budget. Allerdings, ja, dachte ich mir, gönnst du dir mal, der wird dir wärmstens empfohlen. Dann wird Angebot für unseren Keeper. Dachte ich mir auch nochmal, komm, eins gehst du nochmal hoch. Die 10.000 sind zwar jetzt nicht so wichtig, aber könnten am Ende entscheidend sein. Hier muss ich ehrlich gesagt nochmal zögern. Also merke ich, dass ich zögern sollte, denn ihr wisst ja, Benzia ist auf dem Weg, musste ich nochmal hier seine Rolle erweitern, denn er war auch nicht so ganz zufrieden damit, dass er nur Rotationsspieler sein sollte. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, wo ich ihn spielen lassen sollte, ob er eventuell für Jelen dann spielen wird, denn wie gesagt, Lecky ist ja eigentlich da, ist da ja vorne angesehen, dass er da vorne spielt und ja, mal sehen. Natürlich das nächste Angebot für Fischer und das war bisher das lächerlichste mit den 3 Millionen, also nächstes Angebot geht rein für Kranio, auch den wollen wir nicht abgeben, denn er ist unser Stammkeeper und auch gerade mal 18 Jahre jung. Und dann kommt das nächste für Tojonoglu, wo ich es mal glatt um 120.000, ne, um 100.000 diesmal nur anstocke und einfach mal hoffe, dass er sich jetzt langsam mal verkauft, denn eigentlich möchte ich ihn nicht unbedingt behalten. Auf jeden Fall kommt das zweite Spiel dieser Episode, denn ihr wisst ja, während Transferzeit gibt es immer nur zwei Spiele, soweit ich mich erinnere, habe ich das so ausgelegt, gegen das Erzgebirge, also gegen Erzgebirge Aue, die in einem 4-3-4-1-3-2-System spielen. Was eventuell ja auch für uns vorkommen könnte. Da müsste der Stream würde allerdings stark rausfliegen, glaube ich. Also müssen wir uns mal überlegen. Wir sehen die Tabelle, wir sind mittlerweile nur noch Vierter. Allerdings haben wir ein Spiel weniger und könnten mit einem Sieg und 2 Tonnen Unterschied, glaube ich, sogar wieder auf 1 schlüpfen. Also alles eng da vorne. Roschi mit der ersten Gelegenheit und scheitert am starken Keeper bis dato. Ihr seht. Diesmal ein bisschen mehr Chancen, denn ja, ich war ein bisschen aktiver nach vorne und wer trifft wohl Lecky und dann dieser unfassbar geile Torjubel. Also, wenn es den geben würde, wirklich, wäre der schon ziemlich lustig. Lecky dann wieder mit seinen legendären Dribbling-Skills. Doppelpass mit Gabriel. Denkst du, Gabriel fällt Elfmeter? Ja, fragwürdig. Ich denke eher, Gabriel hat den Ball nicht getroffen und ist dann ausgerutscht. Ich nehme den Elfmeter natürlich gerne an und sehe, dass irgendwie. Ja, Jelen mein bester Elfmeterschütze ist und gönne natürlich deswegen dem Herrn, ja, Jelen seinen Elfmeter oder auch nicht. Nein, mache ich doch nicht. Roschi oder doch nicht. Anscheinend doch Jelen. Okay, Jelen darf auf jeden Fall dann antreten und zum 2 zu 0 verenden. Jopp, 2-0, sehr solide Führung. Ja, darf auch wieder der mega geilste Torjubel im Spiel, den ich bisher hatte, eingesetzt werden. Aber Erzgebirge hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Wunderbarer Pass in die Spitze und wunderschön verarbeitet von Silvester, glaube ich, hieß der Typ. Oder Sylvester, ich habe es jetzt nicht erkannt. Hänsel dann hier. Erzgebirge hat sich auf keinen Fall aufgegeben nach diesem Traumtor von Silvester. Und ja, Tatsache, meine Abwehr steht mal wieder total beschissen. 2 zu 2, 15 Minute läuft noch. Lecky bekommt den Ball in die Spitze. Oh,
Schade. Wollte es damals wie Yeelen machen, wenn ihr euch noch erinnert. Dieser Lupfer über den Keeper, leider knapp drüber. Bergrot mittlerweile eingewechselt. Hat die Chance, nutzt sein Tempo und lupft den Ball am Tor vorbei. Die Riesenchance, als Joker zu stechen. So bleibt es leider Gottes beim 2:2. Wir können die Tabellenspitze nicht zurückerobern und bleiben, glaube ich, jetzt Vierter oder Dritter. Und ja, wenn euch die Episode gefallen hat und ihr das nächste sehen wollt, während wir Benzia mal wieder ein Angebot machen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video kommt und bewertet. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Wir sind Vierter. Scheiße. Tschüss.